Nachdem die Entwickler sehr kurzfristig das neue Industrieluftset für die Sims 4 vorgestellt haben, wurde diese schon veröffentlicht. In diesem Video möchte ich euch genau die neuen Objekte des Packs zeigen und ebenfalls meine Meinung zum Set mit euch teilen. Die Sets in The Sims 4 erscheinen ja immer recht schnell nach der Ankündigung direkt und so war es auch mit dem The Sims 4 Industrieluftset. Das ist jetzt frisch erschienen, hat ein paar neue Objekte zu bieten, natürlich alle so ein bisschen im Stil von so einem alten Lagerhaus, ein bisschen New York inspiriert, wie es hier auch in der Beschreibung steht. Da es in diesem Pack natürlich nur neue Baumodus-Objekte gibt, also keine neuen Objekte im Erstelle einen Sim-Modus und kein neues Gameplay, bin ich jetzt mal direkt in den Baumodus gegangen. Und ja, ich würde sagen, wir platzieren jetzt hier einfach mal die Objekte. Wir haben einen neuen Sessel bekommen, den es endlich mal wieder in ein paar verschiedenen Farben gibt. Das könnten zwar jetzt auch wieder mehr sein, aber die Farbauswahl ist meiner Meinung nach ganz okay. Hier so ein bisschen dunkler, natürlich dann auch ein paar andere Farben, aber jetzt nicht so was mega Grelles oder so. Würde man jetzt natürlich auch so erwarten. Okay, hier ist es natürlich auch wieder relativ unspektakulär von den Farben, sage ich jetzt mal. Viel braun, dunkle Farben und ehrlich gesagt, das Sofa finde ich wirklich ziemlich cool. Auch mal hier mal so eine Decke übergeworfen. Ich weiß nicht, ob es das in der Art auch schon so gab, aber die finde ich auf jeden Fall bisher eigentlich ganz cool. Also die zwei hier ist auch ganz gut, dass sie zusammenpassen. Gibt jetzt natürlich, ja, wie so oft bei den Sims, keinen passenden Zweiteiler. Also kein Sofa mit nur zwei Teilen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann haben wir diesen neuen Tisch mit ein bisschen, ja, einer anderen Struktur hier. Also man sieht auf jeden Fall die Holzplanken dann auch hier mit ein bisschen anderem Holz. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ja, an sich eigentlich auch ganz schick. Wir haben, oh, okay, hier so einen kleinen Wandschrank, sage ich jetzt mal, mit einer Rolle dran. Sieht, finde ich, auch ganz witzig aus. Ich mag es auf jeden Fall, wenn die Entwickler nicht einfach nur irgendwie einen neuen Tisch oder so reinbringen, der halt irgendwie schon ziemlich aussieht wie die anderen, sondern wenn immer mal wieder so ein bisschen was anderes, so ein kleines Detail dran ist. Also das mag ich auf jeden Fall. Dann haben wir dieses Nachtschränkchen, zu dem ich gleich nochmal was sagen muss, was ich auf Twitter gesehen habe. Einen neuen Kaffeetisch gibt es ebenfalls, den finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir eine neue Pflanze. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, das hat man vielleicht schon so in der Art in manchen Influencer-Wohnungen gesehen. Aber die finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Ehrlich gesagt würde ich mir das jetzt nicht unbedingt selber in meine Wohnung stellen, aber darum geht es ja auch nicht. Dann haben wir dieses neue Objekt. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an ein Objekt aus Jahreszeiten. Das ist jetzt natürlich nicht so schlimm, aber ja, irgendwie ist es mir gerade mal aufgefallen. Dann haben wir dieses Sukkulententerrarium, auch wieder ein Pflanzendeko-Objekt. Ja, irgendwie haben wir nicht sogar schon so ein ähnliches im Spiel. Das finde ich jetzt zwar auch nicht so schlimm, aber ja. Ein Wandbild haben wir bekommen. Da gibt es hoffentlich bestimmt auch wieder ein paar unterschiedliche Varianten. Ja, genau, okay. Ist dann natürlich auch wieder sowas, was man vielleicht irgendwie mit so einer Steintapete kombinieren kann. So war es ja auch auf den Screenshots zu sehen. Das würde ganz gut passen. Auch so halb transparent. Das heißt, man sieht auch dann die Tapete logischerweise im Hintergrund ein bisschen durch. Oh, das sind aber keine simlische Zahlen hier. Dieses neue Bett haben wir bekommen. Gibt es hoffentlich auch in ein paar verschiedenen Farben. Hat man ja auch schon auf dem Render gesehen, was die Entwickler erstellt haben. Ja, von den Farben passt das natürlich alles ganz gut zusammen. Wir haben hier eine gelbe Bettwäsche, diese gelben Behälter hier. Und dann auch hier so ein bisschen gelb. Das ist auf jeden Fall ein Farbton, der sich ein bisschen durchzieht. Blau, ja doch, also blau. So ein bisschen, ja, unterschiedliche Farben teilweise, aber auch nicht bei allen Objekten. Jetzt kommen wir zu diesen neuen Rohrobjekten. Ja, ich weiß nicht. Also für Atmosphäre in so einem Apartment kann ich mir das auf jeden Fall echt gut vorstellen. Aber ist wahrscheinlich auch der einzige Anwendungszweck so wirklich. Kleiner Mini-Kritikpunkt. Ich bin der Meinung, es sollte nochmal ein richtiges Eckstück geben. Also vielleicht so ein rundes Stück. Weil, ja, man sieht hier, es ist ziemlich detailliert gestaltet, aber dann hier, ich weiß nicht, irgendwie wirkt es fast so, als hätten sie das ein bisschen vergessen, aber das ist jetzt auch an sich natürlich nicht so schlimm.
Hätte man jetzt vielleicht noch mit reinbringen können, aber ja, wenn ihr unbedingt mal so hier fette Rohre durch eure Wohnung von den Sims legen wolltet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, sich dieses Pack zu holen. Ein Ventilator finde ich ja persönlich, also so vom Aussehen irgendwie ganz schrecklich, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Wir haben einen neuen Teppich. Ja, ganz ehrlich, nichts Spannendes, werde ich wahrscheinlich auch nicht so oft benutzen. Ah, okay. Ja, die Farbkombinationen sind auf jeden Fall ganz cool, da kann man nichts sagen. Und ansonsten haben wir dieses neue Objekt. Wir haben den röhrenden Traum. Ja, auch wieder so ein bisschen natürlich rustikale Elemente. Ich meine, nur weil ich diese Röhren nicht unbedingt mag, heißt es ja auch nicht, dass es nicht zum Thema passt. Also vom Thema passt es natürlich super. Wir haben diesen neuen Schrank bekommen und wir haben 3 Lampen in verschiedenen Höhen bekommen. Ja, das streckt dann natürlich auch nochmal die Anzahl der Objekte ein kleines bisschen. Aber ja, die sind auf jeden Fall auch mit dabei. Kann ich jetzt hier nicht ganz platzieren. Und als letztes haben wir ein neues Fenster bekommen, welches mit einer kleinen Kontroverse verbunden ist. Und zwar, wenn ihr vielleicht mein Video gesehen habt, in dem das Pack auch vorgestellt wurde, habt ihr gesehen, dass die Entwickler auf Twitter so ein kleines Video geteilt haben, in dem, quasi das Pack angeteasert wurde und da war auch ein Fenster drin, welches ich euch jetzt hier auch nochmal einblende. Und dieses Fenster, ja, gibt's einfach nicht im Spiel. Das existiert gar nicht. Wir haben dieses Fenster bekommen, aber das Fenster auf dem Screenshot, was so ähnlich aussieht wie das aus Moschino Accessoires, bloß oben abgerundet, haben wir dieses Fenster bekommen. Also das ist hier oben abgerundet auf dem Screenshot. Haben wir nicht bekommen. Die Entwickler haben sich auch schon bereits dazu geäußert, sie haben es eingesehen und bringen dieses Objekt für alle, die das Set haben, auch ins Spiel, was ich sehr gut finde, was eigentlich auch, sagen wir mal, sein muss. Gab es einen kleinen Aufschrei, kann ich auch doch wirklich zum Teil verstehen, es ist schon ein bisschen doof. Wenn man dann gerade als Person, die baut, dann diesen Teaser sieht, sich richtig freut. Und naja, dann gibt es das nicht so wirklich. Wir haben auch noch eine neue Tür bekommen, die stelle ich jetzt währenddessen auch nochmal kurz vor. Aber ja, ich denke mal, der Fehler ist dadurch passiert, dass die Objekte aus den Rendern werden nochmal in einer hohen Auflösung erstellt und in einem hohen Detailgrad extra für die Render. Und ja, die Person hat einfach ein Fenster erstellt, welches dann halt letztendlich nicht im Spiel gelandet ist. War dann ein bisschen blöd. Übrigens, diese Tür hier, das ist quasi eine Schiebetür, durch die können die Sims auch durchgehen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Jetzt kann man theoretisch, wenn man ganz verrückt ist, könnte man damit einen kleinen Stall realisieren. Ich meine, es sieht wirklich aus wie so eine Stalltür. Ja, also das geht auf jeden Fall auch, haben die Entwickler dran gedacht. Kommen wir jetzt mal zu meinem Fazit, was ich so über den Stil und allgemein die Objekte des Packs denke. Und zwar habe ich euch hier mal was Kleines aufgebaut. Links seht ihr die Objekte des Sets und rechts seht ihr Objekte hier einmal aus dem Basisspiel, aus Großstadtleben und aus An die Arbeit. Und wie ihr seht, ja, also, ich weiß nicht. Also, prinzipiell, der Stil gefällt mir wirklich gut. Ich baue bestimmt gern damit. Aber auch schon in dem Basisspiel gibt es halt Objekte, die in diesem Stil durchaus schon vorhanden waren. So, ich habe das hier mal gefiltert. Lustigerweise, ja, gerade dieser Filter, der hier eigentlich ist, ist unter dem Debug, also Tag, zu finden. Da haben die Entwickler auch wieder irgendwas kaputt gemacht. Ja, also prinzipiell gefallen mir die Objekte schon ganz gut, aber teilweise wirken sie halt wirklich extrem wie Objekte, die wir bereits im Spiel haben. Ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist ein bisschen schwierig, wenn man dieses Thema hat, dann wirklich komplett neue Objekte in diesem Stil zu finden. Man könnte natürlich das jetzt auch positiv sehen und sagen, dass die Objekte super zu denen, von denen, die es bereits im Basisspiel gibt, passen. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, dass es da doch vielleicht den einen oder anderen ein bisschen stören könnte, dass die Objekte teilweise wirklich sehr ähnlich zu anderen bereits vorhandenen Objekten sind. Aber ansonsten kann man eigentlich mit diesem Set ja nicht wirklich viel falsch machen. Wenn euch die Objekte gefallen, wenn ihr die gerne in so einem rustikalen Apartment unterbringen wollt, ist es wahrscheinlich doch eine ganz gute Wahl. 5 Euro wie immer.
Ansonsten, wenn euch das nicht so interessiert, könnt ihr auch getrost vielleicht einfach warten, bis es das vielleicht mal im Sale gibt. Bei Sets ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da kann man nicht so viel sparen. Aber ansonsten, falls ihr andere Packs habt, dann werdet ihr bestimmt diesen Stil eigentlich ziemlich gut nachmachen können. Oder auch schon mit dem Basisspiel da einige Auswahlmöglichkeiten haben. Natürlich nicht für alles unbedingt, aber prinzipiell solltet ihr da doch ein bisschen was zusammen bekommen. Jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung mal interessieren. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu diesem Set denkt, ob ihr es euch holt, ob ihr auch irgendwelche Kritikpunkte habt. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.